Nährboden für Geisteskrankheiten Sternzufallsbild Stern. Es wird hier ausdrücklich betont, dass die Undefinidok-Kultenpraktike nicht als die Ursache der Geisteskrankheiten angesehen werden, sie sind aber der Nährboden, das geistliche Milieu, das geistliche Klima, in dem Geisteskrankheiten leicht entstehen können. Dann gibt es außerdem innerhalb des Undefinet-Spiritismus Erkrankungen, zum Beispiel die Undefinet-mediumistische Psychose, die den echten Geisteskrankheiten sehr ähnlich sind. Ich will den Sachverhalt durch einige Beispiele klären. Ein Missionar und seine Frau kamen zu mir, um sich beraten zu lassen. Der leibliche Bruder des Missionars hört Stimmen und hat Zwangsvorstellungen. Die ärztliche Diagnose lautet auf Schizophrenie. Die Familiengeschichte weist aus, dass sowohl der Großvater als auch der Urgroßvater Undefinet-Besprecher waren. Sternzufallsbild Stern. Auch hier wird betont, dass das Besprechen nicht die Ursache der Geisteskrankheit ist, aber die Voraussetzung, der Nährboden, auf dem sich Geisteskrankheiten leicht entwickeln können. In Blumenau kam ein Mann zur Seelsorge. Er erzählte, dass er unter Zwangsantrieben leide. Oft höre er eine Stimme, bring deine Frau um. Dann wieder heißt es, nimm dir das Leben. Auf Befragen gab er Auskunft, dass seine Mutter das Undefinet-Spiritistische und Undefinet-Tischrücken praktizierte. Der Berichterstatter erzählte auch, dass alle seine Kinder nicht normal seien. Im Alter von 10, 12 und 15 Jahren sind sie noch nicht frei vom Bettnässen und anderen unnormalen Dingen. Sternzufallsbild Stern. In England kam ein Arzt zu mir in die Seelsorge. Er hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste im Beruf aussetzen. Eine psychiatrische Klinik verpasste ihm 9 Schocks. Beim Erstellen der Krankengeschichte erfuhr ich, dass der Vater Undefinet-Freimaurer war und zugleich Spiritist. Die Mutter war Undefinet-Wahrsagerin und spiritistische Heilerin. Es ist eigentlich normal, dass aus einer solchen Ehe Menschen kommen, die schwer belastet sind. Das war bei dem Arzt der Fall. In England berichtete mir ein anglikanischer Pfarrer über seinen leiblichen Bruder. Sein Bruder hatte vor Jahren eine Erkrankung des Knies. Die Ärzte, die ihn untersuchten, meinten, es sei eine Tuberkulose. Der Undefinet-Pfändler, der daraufhin zu Rate gezogen wurde, sagte, nein, es ist keine Tuberkulose. Wie konnte der Pendler die Diagnose feststellen? Auf dem Tisch des Pendlers lag ein Blatt mit einem Verzeichnis der verschiedenen Bazillen und Bakterien. Darauf legte der Pendler seine linke Hand. Auf der rechten Seite des Tisches stand ein Transistor mit einer Elektrode und einem dazwischen geschalteten Messgerät. Sternzufallsbild stand der Pendler legte die rechte Hand darauf. Er konzentrierte sich dann in seinem Geist auf den Patienten, der sich im Raum befand und fuhr dann mit der linken Hand die Bazillenabelle herunter. Der Transistor gibt bei der richtigen Erkrankung den höchsten Ausschlag. Auf diese Weise konnte der Bruder des anglikanischen Priesters geheilt werden. 2 Jahre nach der Heilung geriet dieser geheilte Mann in den religiösen Wahnsinn. Pendeldiagnose und Pendelheilungen gehören in das Gebiet der okkulten Praktiken. Eine Frau kam in die Seelsorge und klagte über ihre zerrüttete Familie und Ehe. Ihr Mann kann manchmal toben und brüllen wie ein Stier, dann ist er wieder völlig vernünftig und normal. Er war schon einmal in der Nervenheilanstalt. Der Großvater dieses tobsüchtigen Ehemannes war aktiver Besprecher. In Kanada kam eine Spiritistin zur Aussprache. Sie berichtete, dass ihre Großmutter Spiritistin gewesen sei, und sie selbst, also meine Berichterstatterin, sei ein spiritistisches Medium. Sternzufallsbild Stern. Sie gab zu, dass alle 4 Enkel dieser spiritistischen Großmutter geistig nicht normal sind. Dieses spiritistische Medium kam deshalb zu mir, weil sie gegen meinen Heilungsvortrag protestieren wollte. Ich hatte im Vortrag erklärt, dass spiritistische Heilungen zugleich Belastungen darstellen. Sie widersprach dieser Äußerung und erzählte dann selbst, dass sie durch einen spiritistischen Heiler geheilt worden sei. Sie berichtete ferner, dass sie die Fähigkeit habe, mit guten Geistern zu verkehren.
Sie könne sie hören und spüren und ihre Gegenwart merken. Manchmal würden sich allerdings auch ungute Geister einmischen, die sie dann durchs Gebet verjagen könne. Damit war meine Vermutung schon bestätigt. Diese Frau stand bereits in einer mediumistischen Psychose. Sternzufallsbild Stern. Ich anerkenne durchaus die Behandlung durch Psychiater, wenn es sich um eine genuine, echte, Geisteskrankheit handelt. Es gibt verschiedene Therapieformen. Die Pharmazie hat eine Reihe von wirksamen Medikamenten entwickelt. Dann kann in schweren Fällen eine Schocktherapie eingeleitet werden oder eine Schlafkur. In den USA verspricht man sich sehr viel von einer Wasserkur, bei der der Patient in einem Schwimmbecken die Haltung eines Embryo im Mutterleibe nachahmt. Bei Geisteskrankheiten, die in dem Milieu der Zaubereisünden der Vorfahren entstanden sind, diese Behandlungsformen wirkungslos. Man muss einfach zwischen den medizinischen Problemen und den biblisch-religiös-geistlichen Problemen unterscheiden.